Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Lego Marvel's Avenger. Und wir brauchen erstmal hier den Kollegen, der muss hier eine Bombe platzieren. Herr Schmidt, man folgt uns noch immer. Wir müssen hier weg. Keine Sorge, Doktor. Hydra zieht sich nicht zurück. Mal sehen, wie der heroische Captain America damit klarkommt. Steve? Captain Rogers? Oh, Mist. Ich hoffe, der Punkt würde inzwischen wieder funktionieren. Red Skull befindet sich ganz in der Nähe. Sie kämpfen wahrscheinlich sogar schon gegen ihn. Viel Glück dabei. Los, Cap! Wir haben sie in die Ecke gedrängt. Ja. Schauen wir mal ganz kurz hin, ob ich... Ne, komme ich natürlich nicht. War klar. Ich dachte, wenn man schnell genug ist, wird man es vielleicht auch schaffen. Ich würde sagen, das machen wir lieber mit Cap, oder? Oder ich schmeiß ihm eine Bombe entgegen. Irgendwie konnte man doch mit dem Schild in den Tod springen. Okay, wir müssen da irgendwie hoch. Okay, aber wie? Ne, mal ganz im Ernst. Oh, geh mir halt aus dem Weg, du Affenkopf. Ne, wie kommen wir hier weiter, Leute? Weil so offensichtlich nicht. Ich meine, ich sehe das Ding da oben, aber ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Und ich falle hier permanent runter. Ich krieg gleich das Kotzen. Hast du die Tasten schon probiert? Okay. Schildmodus, habe ich doch gesagt. Und komm schon. Puh, das war wirklich knapp. Irgendetwas sagt mir, dass Red Skull diese Sache bereuen wird. Ihre Beharrlichkeit wäre bewundernswert. Komm schon. So, du darfst einmal kurz hier deine Bombe legen. Dann bauen wir uns hier irgendeine Kleinigkeit auf. Wahrscheinlich ein Trampolin. Ja. Und. Bis zum Ende an deiner Seite. Wenn wir den Zeitpunkt verfehlen, war's das mit uns. Besser keine Zeit verlieren. Diesmal wird es bestimmt funktionieren. Captain Rogers, bitte kommen. Immer noch nichts? Schade. Versuchen Sie, an die Spitze des Zuges zu gelangen. Dieses Mal wird Ihnen Arnim Sola nicht entkommen. Laut unseren Informationen befindet sich Sola vorne im Zug. Wir brauchen ihn, wenn wir Red Skull schnappen möchten.
Okay, Leute, das war jetzt gerade wirklich riskant. Ich glaube, auf diesem Zug sollte man nicht zu viel rumturnen. Eindringlinge an Bord entdeckt. Verteidigungen aktiviert. Alle Mann auf Gefechtsstation. Bekommen wohl Besuch, Herr. Hey. Yay, Leute. Und das war's. Irgendwie mag ich den Kerl hier lieber. Ach, kommt schon, Leute, ist das nervtötend. Und er fällt wieder runter, er fällt wieder... Ja. Nein. Mitten... Ach, kommt schon, Leute. Hey, das nervt mich vielleicht gerade. Weil die Ecken halt so dermaßen abgerundet sind. Fällt man hier halt echt gerne runter. Noch mehr von denen? Woher nimmt Hydra die ganzen Typen? Sie sind wohl in der Unterzahl, was? Komm schon, schieß endlich. Ach du Scheiße. Oh, das war knapp. Eher zerstöre ich diesen Zug, als geschnappt zu werden, Captain. Geben Sie auf, bevor es zu spät ist. So, Feuer haben wir gelöscht. Dann können wir jetzt hier irgendwas zusammenbauen. Ah, das mit dem Zug ist echt gay, dass hier kein Gelände und nichts da ist. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier werde ich noch viel kotzen. Das sehe ich jetzt schon. Okay. Jetzt hier aufgebaut. Okay. Okay. Damit machen wir es auf jeden Fall nach oben. Damit machen wir es irgendwie nach unten. Aber so richtig drankommen tun wir trotzdem nicht. Ah, doch. Ach, du Vollidiot! Oh, Captain America. Boah. Einmal muss ich ihn umbringen. Ernsthaft, Leute. Stirb. Voll Heini. Ah, okay. Mann, wie ich Captain America hasse. Ich mochte den Film schon nicht wirklich. So, endlich. Endlich, Leute, ernsthaft. Nicht jeder ist ein Supersoldat, weißt du? Ja, ich weiß, entspann dich. Entspann dich, ich fall hier nur noch zwei, dreimal runter. So. Und mit hier spiele ich jetzt auch weiter.
Und weg damit. Nein, 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 nein. Kommt schon. Ich will euch nur erschießen. Ich will euch nur erschießen. Bleibt stehen, damit ich euch erschießen kann. Okay, da kommt wieder einer. Und noch einer. Noch ein paar Red Shirts. Ja, wir gehen mal weiter. Freuen Sie sich auf Ihren Untergang, Captain. Das Beste zum Schluss. Wie in alten Zeiten, Steve. Zusammen besiegen wir sie. Ja, super. Irgend so ein Tiefkühlstrahl. Okay. Nein, nein, nein. Nächstes Mal hast du nicht so ein Glück. Ich hab keine Ahnung, wie oft ich da jetzt schon runtergefallen bin, Leute. Ich glaube, es wäre Zeit für deinen Schildcap. Was hat denn der da unten gemacht? Ja, schaut doch gar nicht mal so schlecht aus, oder? Mr. Feuerwehrmann. Unglaublich, Leute. Unglaublich. Bucky? Festhalten! Ja, ich versuch's ja. Aber ich muss hier erstmal rumeiern. Captain America! Bucky! Halt mich fest! Greif meine Hand! Haben Sie eine Mission für mich? Hab ich. Wollen Sie mich in die Welt zurückholen? Ich will die Welt retten. Die Geheimwaffe von Hydra. Morgen wird Hydra die ganze Welt beherrschen. Getragen zum Sieg auf den Flügeln der Walküre. Er hätte auf dem Meeresgrund bleiben sollen. Also der Teil der Mission mit dem Zug, der ging mir jetzt gerade echt massiv auf den Sack. Ja, haben wir auf jeden Fall keinen wahren Avenger geschafft. Aber ganz ehrlich, aus meiner Sicht ist Captain America auch kein Avenger. Irgend so ein Spacko auf Steroiden und seine einzige Fähigkeit, die er hat, das ist sein Schild. Und die hat er von Tonys Papa. Von Senior Stark. So, schauen wir mal, was die Geschichte uns noch bringt. Die Chitauri werden unruhig. Sie sollen sich wappnen. Ich führe sie in eine ruhmreiche Schlacht. Dein unbedeutender Ehrgeiz. Wir sehen größere Welten als die Erde, die uns der Tesserakt offenbaren wird. Noch habt ihr den Tesserakt nicht. Du bekommst deinen Krieg. Brauchen Sie das Zeug hier? Ja, Iridium. Kommt in Meteoriten vor und bildet Antiprotonen. Ist nicht leicht zu beschaffen. Besonders wenn Shield weiß, dass man es braucht. Sag mir, was du brauchst. Ein Ablenkungsmanöver.
Vergiss es! Hier entlang, Captain Rogers. Einige Leute würden Sie nur zu gerne treffen. Okay. Ich möchte noch sagen, es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen. Offiziell. Nice. Sicher doch. Spreng einfach diesen Mülleimer. Mach dir gar nichts. Das habe ich in irgendeinem Video schon gesehen, diese freie Welt hier. Okay, wir sollen hier den Dingern folgen. Dann tun wir das doch mal. Kann ich auf so ein Auto drauf springen? Okay, aber ich warne dich. Die fahren hier auf der falschen Straßenseite. Okay. Ich bin neu. Ich habe meinen Führerschein gerade frisch gemacht, also entspannt euch. Ich beobachte dich. Kann ich eigentlich... Nö. Kann ich nicht. Gut. Da kannst du mein Auto nehmen. Bonbons befinden sich im Handschuhfach, find ich nett. Wenn du hungrig bist. Wisst ihr was? Ich will lieber das Polizeiauto haben. Ich werde einfach zu Fuß gehen. Das ist eh gesünder. Hashtag YOLO. YOLO. Oh gut, es ist genau wie in London hier. Oh, fahren ist gar nicht so einfach, Leute. Ach du liebe Güte. Doch auf. Okay. Ups. Okay, also an das Fahren muss ich mir auf jeden Fall noch gewöhnen. Entschuldigung. Weg. Okay. Wo lang muss ich denn? Ja, dann fahren wir mal hier lang. Dann hier rechts. Ich glaube, ich habe mich so verfahren. Und dann hier lang. Und dann... Wir müssen unsere Helden hier lang. Okay. Und dann... steigen wir nochmal ganz kurz aus. Irgendwas ist hier. Was habe ich denn hier zerlegt? Leute. Interessante Geschichten. Ah, okay, das kann Agent Coulson auf jeden Fall machen. Ja, dann tu mal. Und go for it. Cool, ein goldenes Steinchen. Jetzt müsste ich nur noch wissen, wie ich das Türchen öffne. Mal ganz im Ernst. Wie kriege ich jetzt das scheiß Tor da auf? Tor. Ne, so offensichtlich nicht. Und sonst finde ich jetzt hier auch gerade nichts zum Aufbauen. Ich bin verwirrt. Ich bin massiv verwirrt, Leute. Ich habe es jetzt gefunden und ich kann damit nichts anfangen. Geil, so macht Spaß. Interessant. Ne, mal ganz im Ernst, Leute. Wie komme ich jetzt an das Kackding da dran? Wahrscheinlich könnte ich jetzt hier mit irgendeinem anderen Charakter... Ja, okay. Gut. So. Und dann haben wir hier unser Flugzeug.
was ich gerade versuche zu kaputt zu machen. Ja, steigen wir mal ein. Ich hoffe, ich muss das Ding jetzt nicht fliegen. Aber das wird eine Katastrophe. Das wird eine Katastrophe. Hallo? Der Tesseract wäre in jedermanns Händen gefährlich, aber in Lokis? Ich möchte gar nicht wissen, was er mit dieser Macht anstellen könnte. Das Chaos, das er dieser Welt bringen würde, wäre bestimmt kein harmloser Spaß. Warum will er ihn überhaupt? Ist sein Zepter nicht schon stark genug? Hoffentlich kann unser kleines Expertenteam ihn aufspüren, ehe es zu spät ist. Ich meine, wenn es keine Umstände macht. Nein, nein, schon in Ordnung. Es sind sehr alte Karten. Hab Jahre gebraucht, bis ich alle zusammen hatte. Fast neuwertig. Leichter Gelbstich an den Rändern. Wissen Sie, es ist eine sehr große Ehre, Sie an Bord zu haben. Ich hoffe, ich bin der Richtige dafür. Oh, das sind Sie. Absolut. Agent Romanoff, wir kommen mit Captain Rogers an Bord. Bereiten Sie die Landebahn für die Landung vor. So, meine Freunde, aber die Landebahn, die bereiten wir erst im nächsten Part wieder vor, denn es reicht wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet doch das Video, schreibt fleißig Kommentare. Was soll das? Können die Ölfässer bitte nicht auf dem ganzen Helicarrier-Deck verschüttet werden? Und wie immer, abonniert meinen Kanal, falls ihr es nicht gemacht habt. Würde mich megamäßig freuen. Flecken hinterlassen. Außer man ist komplett in Schwarz gekleidet. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao!